Tag 2 unserer Segelreise beginnt trübe. Dicke Regenwolken hängen über dem Hafen von Nystedt. Max bringt noch das Logbuch auf den aktuellen Stand. Gegen 10 Uhr heißt es dann Leinen los und Kurs Süd. Heute steht die Passage nach Rostock-Warnemünde auf dem Plan. Der Tag verspricht beschaulich zu werden und das ist gut so, denn nachdem sich der Regen mit mäßigem Wind verzogen hat, strahlt zwar die Sonne, doch mit dem Regen verlässt uns auch der Segelwind. Nachdem wir den Jonsgrund vor Nystedt und das Rötzandflach mit seinen Windrädern achterausgelassen gelassen haben, stecken wir Kurs Süd 160 Grad, es geht wieder quer hindurch zwischen Kadettrinne und Mecklenburger Bucht. An Backbord ist nun Geza und die Fähre Geza Rostock in Sicht. Die Fähren verbinden Deutschland und Dänemark im 2-Stunden-Takt. So, hier ist auch noch was. Mhm. Hey, spitzenmäßig. Dann hat sie es auch langsam mit dem Lager, wenn man ein bisschen käse. Die See ist ruhig und der Autopilot löst nun den Rudergänger ab. An Bord bleibt Zeit für ein wenig Navigationstraining. Da hast du dann, kannst du es dann nach oben brechen. So wie Zentimeter kommt dann hier was mit 25 Meilen raus. Und dann guckst du halt, wie schnell bist du und dann hast du die Zeit, wenn du da bist. Hat man das früher gemacht. So hat man das früher gewusst. Ja. Heute trippst du da ein, da ankommen, da hin. Ja. Aber es muss ja auch noch ohne den Plotter gehen. Man muss ja, wenn ich weiß, was macht man dann? Genau. Gegen 14 Uhr passieren wir das Verkehrstrennungsgebiet der Kadettrinne. Hier tummeln sich die Frachter auf Ost-West-Kurs und umgekehrt. Voraus kommt langsam das Ostseebad Warnemünde in Sicht. Auch hier tummeln sich die dicken Pötte. Kreuzfahrtschiffe, Fähren und Frachter teilen sich hier die schmale Fahrrinne zu einem der größten Ostseehäfen. Ein Lotsenboot weist ihnen den Weg. Das Ostseebad Warnemünde mit seinem markanten Leuchtturm, dem Teepot-Gebäude und dem Hotel Neptun bieten von See aus eine unverwechselbare Kulisse. An der Einfahrt zum Hafen und seinem Nebenarm, dem alten Strom, ist Vorsicht geboten. Neben den Fahrzeugen der Berufsschifffahrt wimmelt es hier von kleinen Booten. Auf der Westmole tummeln sich die Schaulustigen und wirken auf uns wie ein Empfangskomitee. In diesem Moment sticht einer dieser seetüchtigen Hochhauskomplexe mit allem Trara in See. Wir hingegen laufen gemütlich in den alten Strom und haben Glück. Zum Saisonende fällt es uns nicht schwer, einen der begehrten Liegeplätze an der beschaulichen Hafenpromenade zu ergattern. Und so heißt es gegen 18 Uhr, alle Mann klar zum Anlegen und festmachen. Während wir es uns mit einem Ankerbier gemütlich machen, verlässt das nächste Kreuzfahrtschiff den Hafen von Rostock-Warnemünde. In der zweiten Etappe dieses Turns haben wir etwa 36 Seemeilen im Kielwasser gelassen. Dauer der Überfahrt ca. 8 Stunden.